So Leute, da sind wir wieder zurück bei Project Cast. So, nun mit einem wieder mit einem Aston Martin, mit einem V12 Motor gehen wir an den Start. Dickem Spoiler, ein V12 Vantage GT3. Okay, und danach sehen wir, aha, ein V8 Motor, aber nur mit einem GT4. Alles klar, da sieht der schon ein bisschen mehr nach Rennsport aus. Aber sind wir mal gespannt, ob der überhaupt dann mit Schaltwippe gefahren wird. Ich denke mal, der wird mit Schaltwippen gefahren. Und der andere, den hatten wir ja davor, der wurde ja ganz normal mit Haarschaltern. Die haben wir ja mit der Schaltung gefahren. Natürlich alles auf meinem schönen Lenkrad, Logitech. Und ja, jetzt schauen wir doch einfach mal, wie der so ist. So, alter Schwede, ey, schaut euch mal die... Wow. Wow, wow, wirklich krass. Also das ist, wow, das nenne ich mal einen Spoiler. Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Oh, dann hat der hier vorne, da rechts unten, seht ihr ja. Wahrscheinlich ist da der Auspuff. Wow, er sieht heiß aus. Wir gehen mal in die Innenansicht. Ja, die tut sich irgendwie, mal sehen, wir schauen mal kurz. Schaltwippen. Sehr schön, Leute. Er hat sogar eine Rückfahrkamera, falls wir nochmal zurücksetzen müssen. Ist immer ganz wichtig. Zum einen ausparken für zum Einkaufen. Das ist ein richtiges, schönes Einkaufauto, wie man hier sieht. Ne? Schön stabil, hält was aus. Und ja, dann machen wir doch einfach mal den Motor an. Aha, gut, der ist schon mal da unten. Sieht ein bisschen anders aus. 67 Grad hat der Wagen schon, bevor... Ah, ne, 41 Grad, bevor es überhaupt losgeht. Das ist doch schön, dass der schon warm ist. Und dann fangen wir einfach mal an direkt. Oh, hoppla. Ich war ja noch im Leerlauf. Und da eskalieren schon natürlich die Reifenwärme. Die werden schon auf Temperatur von allein gebracht. Und der Wagen hört sich ein bisschen an wie ein Formel 1 Wagen. Hört mal. Ein bisschen, ne? Habe ich recht oder habe ich recht? Doch, der hört sich ein bisschen an wie ein Formel 1 Wagen. Schön, jetzt sehen wir hinten schön, wie man von hinten diese... Ja. Ja, der hat was mit dem Formel 1-Wagen zu tun. So, jetzt gehen wir mal wieder direkt den zweiten runter, weil diese zwei Kurven am Anfang, die sind schon so richtig, da kannst du gar nicht am Anfang schon rein düsen in das Ding. Da. Aber der hält sich gut. Jetzt sind natürlich die Reifen wieder schön kalt, so wie wir das erwartet haben. Der Wagen macht einen Mega-Sound. Ein Mega-Sound, sag ich nur. Ich hoffe, man versteht mich dann noch dabei. Wow. Und ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr krass, der Wagen. Der hält gut in der Spur, dadurch, dass er so flach ist. Also der saugt sich förmlich auf dem... auf dem Boden saugt er sich, ja. Der saugt sich am Boden fest. Super, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Klingt ein bisschen wie ein Formel-1-Wagen, gefällt mir auch sehr gut. Ja. Geht in die Kurve. Oh, geht sauber in die Kurve. Es sei denn, ich mach Scheiß. Den kann man auch ein bisschen ausreizen, den Motor, wie man hört. Bevor er dann unbedingt direkt hochgeschaltet werden will. Oh. Oh, 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 oh. Wow. Wow, wow, wow. Da war jetzt hier ein bisschen viel des Guten. Jetzt kommt wieder die Links-Rechts-Kurve. Zack. Und direkt in den vierten, obwohl zwei Reifen sind warm, das ist gut, direkt schön, schön am Anfang. Wir machen natürlich nachher wieder unseren Crash-Test, so wie jetzt gerade, den mache ich hier auch immer schon mal einmal, um zu schauen, aus was dieser Wagen eigentlich, wie robust dieses kleine Kistchen ist. Obwohl dieser starke V12-Motor presst uns in den Sitz, wie beim Rodeo-Reiten auf dem Sattel. Da kennt der Motor ja nichts. Da, wow. Da sind wir schon auf wie viel Kammer gewesen gerade, bevor es losging. Nur das Antippen des Gaspedals. Ich glaube, dieser Wagen fährt auch von alleine, selbst wenn wir nichts tun. So, erstmal warten. So, jetzt. Boah, der hüpft hier aber durch die Gegend. Boah, ich drücke voll auf die Bremse. Mit purer Absicht. Weil wir wollen den Wagen nicht unnötig schrotten. Wieder in den dritten zurück, weil hier kommt diese Kack-Motherfucker-Kurve. Da gehe ich auch in den zweiten lieber. Boah.
geleckt hat nichts, ein bisschen verschwommen was, aber ich glaube, das stört ja keinen, denn wir haben ja alle noch gute Augen. So, nice. Oh, drück auf die Bremse, Junge, drück auf die Bremse. Boah, der hat gute Bremse, der hat richtig gute Bremse. Die zwei Reifen rechts, die wollen nicht, die bleiben einfach kühl. Die denken sich, komm, den verarschen wir heute mal beim Autofahren. Das schaffen sie auch ziemlich, weil man merkt einfach, wie er ein bisschen wegrutscht auf der rechten Seite. Also das Fahrverhalten mit jedem Auto ist einfach so fucking anders. Ich liebe es einfach, ne? Also Leute, ich drücke hier so auf die Bremse, auf das Gas. Also ich feiere dieses Spiel einfach jeden Tag mehr. Und es macht Spaß. Und wenn dieses Surround... Also ich habe extra die Motor ein bisschen was lauter gemacht, damit ihr das auch mal schön hört. Damit ihr was davon habt. Beim Fahren. Damit ihr nicht nur meine Stimme immer hört, sondern auch mal den geilen Motorgeräusch. So. Achso. Boah, da bin ich in den zweiten Gang. Da hat man direkt die Presse rausgehört, die da fungiert drinne. Boah. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Und runter in den zweiten, damit der richtig schön die Power hier raus hat. Hört ihr? Jetzt gebe ich mir ein bisschen Gas, dritter, vierter. Boah. Hier müssen wir wieder was bremsen, sonst knallen wir gegen die rechte Wand. Und wenn wir da rauskommen, sehen wir wieder mal nur die Hälfte. Nein, diesmal ging es. Fünften. Jetzt gehen wir hier in die Kurve rein. Sehr schön, jetzt gehen wir hier aber zurück in den vierten mal kurz. Einfach nur, um diese idyllische Landschaft zu schauen. Jetzt kommen wir ja eher auf den Highway. Und da können wir das Kätzchen mal ein bisschen rauslassen. Den V12 aus dem Kasten. Und den holen wir da jetzt mal raus. Oh, der schnurrt. Der hört sich an wie ein Tier. Wahnsinn. Schade, 6 Gänge nur, keine 7. Aber ich hoffe, ihr hört mich noch. Doch, das tut ihr. Aber ich will ja, dass ihr diesen Sound richtig hört. Alter, der hängt hier voll am Storch. Mensch, Mensch, Mensch. 6. Gang. Rollt einfach nur raus. Lasst mich frei. Der 12-Motor, den hört man einfach kreischen. So muss es sein. So, jetzt gehen wir hier mal schön rein. Aber da gehen wir mal mit dem 4. nur wieder erstmal. Oh, da bin ich gehüpft. Scheiße, da hat der mir gerade die Lenkung weggerissen. Aber stabil gehalten. So, nun weiter. 5. Nice. Nice, 5. 6. Sauber. Oh, 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 fuck, ich hab's voll vergessen. Boah, aber der hat eine Bremse jetzt. Jetzt sind beide hinten warm. Vorne noch kalt. Ich hoffe, der bremst eh hinten und nicht vorne. Sonst wäre ich jetzt weitergerutscht wahrscheinlich. Oh, Leute. Was ist jetzt passiert? Sagt mir bitte, was passiert ist. Oh, Motor abgekackt, ey. Was ist mit meiner Kamera passiert? Ach, scheiße. Okay. Ah, jetzt ist die Kamera wieder. Och, Leute, wir haben jetzt nicht den Motor wirklich gefickt wieder, ne? Ach, so sieht ja die andere Sicht aus. Stimmt, ich bin ja die ganze Zeit in der Sicht gefahren. Hat das so gescheppert? Was? Schon wieder der Reifen? Wo ist denn der Reifen? Ich will das jetzt sehen, ne? Da liegt er. So realistisch, wie ich mir das Spiel vorstelle. Eine dampfende Wolke. So wie ich mir das auch vorstelle. Richtig realistisch. Ja, den Wagen haben wir auch geschrottet. Also ich meine, nicht denken, ich schrotte hier jeden Wagen. Ich werde einfach, wenn ihr wollt, was vorsichtiger fahren. Und dann könnt ihr auch ruhig schön weiter zugucken. Also ich hoffe, oder euch gefallen sogar diese manchen kleinen Malheurs und Quakes.
Schade, jetzt sind wir gar nicht zu unserer Sprungschanze gekommen. Aber wenn er schon bei so einem kleinen Aufprall, sage ich mal, jetzt den Reifen verliert, dann ist für mich der Zug mit dem Auto auch abgefahren. Also nicht denken, ich schrotte jetzt jedes Auto und ihr schaut mir nicht mehr zu. Nein, das natürlich nicht. Ich werde natürlich schön vorsichtig weiterfahren. Gut, das war jetzt der Test zu dem Wagen. Also was kann ich jetzt dazu sagen noch zum Schluss? Er hält super gut in den Kurven. Er ist stabil, egal ob ich Gas gebe oder nicht. Nicht wie der Vorgänger. Er hält auch einiges eigentlich aus, bis auf halt jetzt diesen Total-Crash da, denn da ist der Wagen auf einmal nach rechts, nach links gezogen, dann gegen die Wand, keine Ahnung warum, ich habe das Lenkrad stramm gehalten, ich weiß nicht, was mit der Lenkung war. Wie gesagt, das Spiel habe ich halt auf realistisch gestellt, vorher kann ja alles möglich passieren, auf einmal ein Riss im Motor oder Reifen geplatzt einfach so weg und ich weiß es doch selbst auch nicht. Ja, die ganzen Ansichten habe ich euch ja gezeigt. Falls ich euch noch was anderes anzeigen soll, sagt es mir. Also ich würde sagen, das Lenken hat jetzt aufgehört dadurch. Vielen Dank nochmal an den YouTuber, der mir da geholfen hat. Ja, mal sehen. Tja, das kann ich soweit sagen. Falls ihr noch Fragen zu dem Auto hattet, fragt einfach. Aber was kann ich noch sagen? Ja, die Innenansicht war schön, ne? War ganz okay. Okay, jetzt sieht man hier eh gerade nichts mehr. Von daher, Dachperspektive, also sehr schönes Auto, hält super an der Spur, gibt ordentlich Gas, hat Pfeffer im Arsch, also das gefällt mir. Bis dahin würde ich sagen, falls euch gefallen hat, gebt mir doch ein Like, wie immer. Und dann sehen wir uns mit dem nächsten Auto. Bis dahin, haut rein, weiter zocken. Ciao.